Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, nach langer Zeit endlich mal wieder was Neues und ich habe es euch ja im letzten Haul gesagt, ich starte jetzt mit der Weihnachts-Adventskalenderproduktion. Da ich die nicht brauche oder verschenke oder so, werde ich die in den Shop stellen, die ich euch zeige, die ich schon fertig habe und auch die ich in den Videos bastle. Kommen in meinen Shop, sind dann jeweils Einzelstücke und wenn ihr mögt und die nicht selber basteln möchtet, könnt ihr die da erwerben. Ansonsten könnt ihr natürlich anhand der Videos, die ich euch demnächst, also heute und in den nächsten Wochen zeige, auch welche nachbasteln. Ich habe da ein bisschen aufwendigere dabei, ein bisschen einfache. Also ich habe da unterschiedliche Kalender. Anfangen möchte ich mit dem Turm, den ihr jetzt am Anfang des Videos schon gesehen habt. Hier ist er nochmal in. Der passt so nicht unter die Kamera. Bei diesem Turm sind die Kästchen 6x6 cm groß. Ich wollte 7 machen, das passt aber überhaupt nicht. Weil ich wollte, dass es nicht die Größe von einem DIN A4-Blatt überschreitet. Weil ich habe aus dem Action Aquarellblock den weißen Cardstock dafür genommen. In dem Video zeige ich euch jetzt Kästchen in der Größe 5x5x5x5 cm. Also die sind ja quadratisch. Die werden 5 cm groß. Und wir brauchen davon 25 Stück. Weil ich nämlich ganz oben drauf den 25. einzeln, also da habe ich gar nichts drauf geklebt, den habe ich auch zugemacht, damit das einfach für mich sich so aufgeht mit dem Turm. Mit 24 habe ich irgendwie nicht auf die Reihe gekriegt. Also wir brauchen 25 Kästchen. Den tue ich jetzt mal zur Seite. Und zwar brauchen wir ein Falzbrett. Dann brauchen wir Kleber. Ich nehme den von VBS, den Bastelkleber. Der zieht nämlich wirklich schnell an. Dann habe ich nochmal ein extra Falzbein. Dann habe ich hier so ein Kreisstanz, obwohl er nicht ganz ein Kreis, der ist so ein bisschen riffelig, so blumig. Dann habe ich Motivpapier oder also Motivkarton. Und ich glaube, ja, und dann eben, was man zur Deko möchte. Ich habe jetzt eine Schleife drauf gemacht. Das mache ich dann wahrscheinlich auch nochmal mit euch für den Kalender, den ich jetzt mit euch bastel. Ich würde sagen, wir fangen mal an. Als erstes braucht ihr 25 mal weißen Cardstock. In der Größe 15 mal 22 cm. Ich mache jetzt eins mit euch komplett zusammen, damit ihr seht, wie es wird. Also, das muss 22 cm lang werden. Und 15 breit. Also das ist der Cardstock, den wir brauchen pro Päckchen, pro Kästchen, Box, so. den falten wir jetzt bei 5 cm, also an den, Moment, so, an den langen Seiten. Falte ich jetzt einmal bei 5 und einmal bei 10, sodass wir hier 3x5 cm haben. Dann hier auch 5, 10, 15 und 20. Dann bleibt hier das hier als Klapplasche. Also dieses kleine Stück wird dann zum Reinklappen. Das reicht bei dieser Größe, wenn ihr größere, also bei den 6 cm Boxen hatte ich das schon ein bisschen länger. Da hatte ich das, glaube ich, 3 cm lang. Jetzt ist es 2 cm lang. So, gefalzt haben wir. Jetzt kann das Falzbrett weg. So, und jetzt nehme ich mir eine Schere und schneide.
Hier oben die kleine Klebelasche, so ein bisschen schräg ein. Klebelasche ist Quatsch, das wird ja so eine Einschublasche. So. Auf beiden Seiten. Dann schneide ich an der ersten 5 cm Falz runter bis zur zweiten hier. So, das schneide ich raus. Dasselbe mache ich auf der anderen Seite auch. So, dann sieht das Ganze erstmal so aus. Und jetzt schneide ich mir die Seiten so ein bisschen schräg ein. Das heißt, ich schneide jetzt als erstes hier einmal 5 cm rein und mache mir das ganz leicht schräg. So. Das machen wir auf der anderen Seite auch, von der 5 cm Falz schräg hoch ein bisschen. Anschrägen. Dann schneide ich mir das auch ein kleines bisschen kürzer. So, und dann gehe ich im Uhrzeigersinn rum und dann wird diese Falz aufgeschnitten. Auch 5 cm und auch die schräge ich mir wieder so ein bisschen an. Dasselbe dann auf der äußeren. Und auch den, was ist denn hier los? Irgendwie, also die Schere ist irgendwie murksch. Vielleicht geht das besser. So. So, dann wieder im Uhrzeigersinn rum. Diese Ecke schneide ich mir hier unten ein. Also es ist schon so ein bisschen eine Fleißarbeit, dieser Adventskalender, weil ich die auch immer doppelt mache. Einmal, um euch einen zu zeigen und einen dann mit euch zusammen zu basteln, damit ihr das vorher schon wisst. So, auch hier. Also ich sitze da schon eine Weile dran, weil ich auch einige vorbereitet habe. Aber ich dachte, wenn ihr die nachbasteln wollt, ist das ja gar nicht schlecht, wenn man früh genug anfängt. Man muss sie dann ja auch noch füllen. So, ich hoffe, ihr seht das jetzt richtig. So sieht das Ganze jetzt aus. Und dann falze ich mir die Linien nochmal. Die ziehe ich mir alle jetzt nochmal mit dem Falzbein nach. Also ich klappe die mir alle um. Ziehe die mir einmal nach. Einmal rundherum. So, und dann geht's ans Kleben. Wenn ihr keinen Kleber habt, der schnell anzieht, dann würde ich auch solche Klammern empfehlen oder Wäscheklammern oder man nimmt doppelseitiges Klebeband. Das geht natürlich auch. Das geht dann noch schneller. So. Und dann mache ich mir hier auf die erste Klappe Außenkleber drauf und klebe die hier drauf. So, und dann mache ich mir dann hier oben einmal so ein bisschen so, damit das hier schön zusammenhält. Dann nehme ich mir die nächste. Mache auch hier wieder ein bisschen Kleber drauf. Und gucke, dass das hier schön Kante auf Kante sitzt. Und klammer mir auch das einmal an. Da wird es so ein bisschen friemelig bei den letzten beiden. Die mache ich nämlich dann gleichzeitig. Dann mache ich erst auf die
Innere hier. Bisschen Kleber. Dann, also wir kleben immer, machen immer außen auf die Laschenkleber, die wir eben angeschrägt haben. So. Und wenn ihr den VBS-Kleber nehmt, müsst ihr euch wirklich ein bisschen beeilen, weil der echt schnell anzieht. Also ein paar Sekündchen hat man, um das zu justieren. So. Wie gesagt, ich klammer mir das jetzt so ein bisschen zusammen, dass das gleich hält. In der Zeit, ja gut, ich habe dann immer die nächste Ecke geklebt. Man kann aber auch in der Zeit sich dann schon mal das Motivpapier zusammen zurechtschneiden. Das habe ich jetzt in diesem Fall. Die Seiten sind ja 5 cm breit, also lang überall. Und da habe ich jetzt den Motivkarton auf 4,5 cm jeweils geschnitten. Quadratisch natürlich. Da braucht man pro Kästchen 4 Stück. Warte mal, 1, 2, 3, ja, 4 Stück. 1, 2, 3, 4. Ich habe mir den jetzt schon zurechtgeschnitten, weil ich habe gedacht, das brauche ich euch ja nur nicht zeigen, wie man sich Motivkarton zurechtschneidet. Das wisst ihr, denke ich, alle. So, wenn das dann hier fest ist, dann kleben wir Motivkarton. Als erstes müsst ihr euch entscheiden, wenn ihr den Baum nachher baut, wie sollen eure Päckchen aufgehen? Also man kann das entweder so machen, dass sie nach unten aufgehen. Man kann die natürlich so machen, dass sie nach oben aufgehen. Man kann es auch seitlich machen, wenn man das möchte. Ich finde es am schönsten, wenn die so stehen und dann nach unten aufgehen. Weil je nachdem müsst ihr natürlich kleben. Man klebt immer oben einen Motivkarton drauf, auf beide Seiten und vorne an die Klappe. Wenn ihr es natürlich so macht, muss der hier oben dran, ne? Nicht hier. Also oben an den Seiten und vorne. Innen muss nicht, weil das sieht man nicht. Und unten sieht man logischerweise auch nicht, da steht es ja drauf. So, den klebt ihr euch jetzt so, wie ihr das möchtet, hier drauf. Schön mittig. Ich habe das halt so gemacht, dass zu den Seiten noch ein bisschen Abstand ist. Ich finde das schöner. Man kann den natürlich auch ganz bündig drauf kleben, also dass man den jetzt auch 5 cm groß macht. Das wollte ich jetzt aber nicht, deswegen. Auch die Maße könnt ihr euch natürlich anpassen, ne? Wichtig ist, dass man halt alle Seiten gleich lang macht und dass man dann halt, wenn man die Seiten größer macht, auch diese Lasche hier vergrößert, damit das Päckchen nachher zuhält. Dann ist die Box fertig. Davon braucht ihr, wie gesagt, 25 Stück. So, was ich jetzt bei den anderen Päckchen noch gemacht habe. Das ist natürlich optional, das kann man auch weglassen. Ich habe jetzt hier in der Mitte, wo ich es öffne, mit dem Kreisstanzer einen Halbkreis gemacht. Wie gesagt, man kann das natürlich auch weglassen. Aber ich finde das ein bisschen einfacher, das dann zu öffnen. So. Ihr seht. So, dann kommt man nämlich besser mit dem Finger hier so dran. Das passt für mich besser. So, dann habt ihr das einzelne Kästchen fertig. Davon 25 Stück. Achso, ich wollte noch zeigen. Wie sieht denn das? Ah, hier, 25 habe ich mir drauf geschrieben. Habe ich genauso gebastelt, habe nur diese Lasche festgeklebt. Und die ist dann unten. Also hier, so sieht dann das 25. aus. Dafür braucht man 5-mal den Motivkarton, weil das sitzt ja einfach nur oben drauf und das sieht man dann von 5 Seiten. Das lege ich mir mal ein bisschen zur Seite. So, jetzt habe ich 25 Kästchen. Die Zahlen, die klebe ich am Ende drauf. Ich muss mal gerade gucken, wo die sind. Die habe ich in der Box drin. Moment. Total professionell. Hatte sie doch vorhin schon. Hier.
Die habe ich mir ausgestanzt, die Zahlen. Aus Spiegelpapier. Die kommen erstmal noch zur Seite. Kann man natürlich auch aufmalen oder wie auch immer. Jetzt bauen wir aber erstmal einen Turm. Und dann überlegt man sich auf jeden Fall auch, in welcher Reihenfolge möchte ich die haben. Und es wird dann so gemacht, dass die unterste Lage werden 7 Boxen. Die sucht man sich dann schon mal raus. Ach nee, Moment. Vorher schneidet ihr euch Cardstock zurecht. Ich habe den jetzt für diese Größe der Kartons 22 Mal gemacht. Und zwar in der Größe 2 cm mal 4 cm und habe den in der Hälfte bei 2 gefalzt, dass das so aussieht. Den brauchen wir, um die Päckchen miteinander zu verbinden. So. Okay, dann gucke ich mal, wie viele. So, 7 Stück. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs und dann machen wir noch hier einmal Weihnachtsbaum. So, wie gesagt, die unterste Etage braucht 7 Boxen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Passt. So, und zwar macht ihr euch jetzt hier, auch da rate ich an, einen Kleber zu nehmen, der schnell anzieht oder doppelseitiges Klebeband. Man kann das auch vielleicht mit Klebeband innen drin zusammenkleben, aber das hier ist mir einfach stabiler. Bisschen arbeitsintensiver, aber hält dann auch. So, und zwar klebt man den jetzt mit der einen Hälfte bündig hier dran, in die Mitte ungefähr. Und dann dasselbe an die nächste Box. Der verbindet die dann und ist es aber immer noch so ein bisschen flexibel. So sieht es dann aus. Das machen wir jetzt immer, also hier jetzt wieder den nächsten dran. Zeige es euch nochmal. Auch hier wieder die Hälfte und den dran. Genauso einmal rundherum, dass die am Ende alle verbunden sind. So, und den letzten, da zieht man sich dann den ersten wieder ran und klebt das zu so einem Kreis zusammen. Ihr seht, das ist immer noch ein bisschen beweglich, aber es hält fest zusammen. Das kommt erstmal zur Seite. Für die nächste Etage brauchen wir dann 6 Stück. Auf der dritten Etage werden es dann 5.
Dann machen wir eine Reihe mit 4 Kästchen. So, dann kommt die letzte Etage. Da habe ich 2 und die klebe ich einfach Rücken an Rücken aneinander. Und da oben drauf kann man dann so und oder ich mache so die 25 kleben, also die leere geschlossene Kiste, die einfach nur die Spitze bildet. Die kann man natürlich auch irgendwo zwischen reinpacken, wenn man das möchte, und sagen, man tut die 24 oben drauf oder so. Man kann die natürlich auch anders anordnen, dass man nur 24 braucht. Mir gefiel das aber alles nicht, deswegen habe ich einfach kurzerhand noch eine 25. gebastelt und die oben drauf gesetzt. Aber auch da, es ist ja nur eine Anregung, was ich euch hier gebe. Ihr könnt da ja eure Kreativität freien Lauf lassen und das machen, wie ihr möchtet. So, wenn wir jetzt alle Etagen fertig haben, dann wird der Turm zusammengeklebt und das wird jetzt wahrscheinlich komplett etwas schwierig unter der Kamera. Und zwar mache ich das so, dass ich mir den unteren hinlege und dann gucke, dass vielleicht nicht dieselben Muster übereinander sitzen. Und dann mache ich mir überall hier unten an diese Seiten, an die inneren, ein bisschen Klebstoff. Weil der, wenn der dann nach innen ein bisschen absteht, das ist nicht schlimm, das sieht man nicht. Sollte natürlich auch ein Kleber sein, der dann gut alles zusammenhält und nicht sich sofort wieder löst. Und dann, ich zeige euch das jetzt bei der unteren Lage. So sollte man es nicht machen. Dann mache ich das so, dass die so ein bisschen versetzt da oben drauf sitzen. Also nicht direkt Kästchen über Kästchen, ein bisschen übereinander ist klar, sitzen die. Und dass es eine schöne runde Form gibt. Und genau so kommen dann die anderen Kästchen auch oben drauf. Also unten 7, dann 6, dann kommen die 5er oben drauf. Als letztes, so, dann haben wir es genau in der Kamera. Das klebe ich jetzt auch noch mal auf. So. Lasse ich den Turm mal gerade ein bisschen so trocknen und ja, gleich müssen noch die Zahlen drauf. Das zeige ich euch jetzt aber nicht. Also ich habe mir hier Zahlen ausgestanzt. Genau, das zeige ich euch, das sage ich euch einmal. Und zwar generell, wenn ihr Adventskalender bastelt und diese einzelnen Zahlen ausstanzt, Moment, habe ich mir das aufgeschrieben. So oft braucht man die Zahlen, die jeweiligen. Bei der 6 steht eine 2 in Klammern, weil man braucht, wenn man, je nachdem, was man für Zahlen hat. Bei diesen hier habe ich zum Beispiel diese Zahl nur einmal. Das heißt, ich habe da keine 6 und keine 9 bei den Stempeln, sondern die einmal, die benutzt man als 6 und als 9. Dann braucht man die 6 halt 4-mal. Und die 9 gar nicht. Wenn man das aber bei anderen Stempeln, habe ich eine 9 und eine 6 einzeln, dann braucht man natürlich zweimal eine 6 und zweimal eine 9.
Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Man braucht halt diese ganzen einzelnen Zahlen, um bis 24 zu kommen. Könnt ihr euch ja screenshotten, weil ich habe da... da müsst ihr nicht zählen. So. Die lege ich mir dann schon mal passend zur Seite und dann mache ich gleich erstmal noch, ich möchte nämlich hier oben drauf auf den Kalender wieder eine Schleife machen. Da zeige ich euch gleich einmal, wie ich es mache. Die lege ich mir schon mal zurecht. Und ich habe das hier immer abwechselnd gemacht. Das heißt, zum Beispiel bei mir ist die... Ja, das weiß ich nämlich gar nicht. Oh, das muss ich dann gleich mal gucken. Also auf jeden Fall blau und rosa immer abwechselnd. So, lege ich mir nämlich noch gar nicht zurecht. So, jetzt suche ich mir mal gerade Schleifenband raus. So, da habe ich Schleifenband. Und zwar möchte ich da auch so eine doppelte Schleife oben auf die 25 draufsetzen. Da habe ich mir jetzt so ein blaues und pinkes Band rausgesucht. Und hier habe ich meinen Schleifendummy, den habe ich euch ja schon mal gezeigt. Ein ganz einfaches Stück Pappe und zwei Haarspangen. Ich zeige euch, wie ich das mache. Ich liebe das Ding, ganz ehrlich. So, und dann habe ich noch so ein dünnes hellblaues Band, um die festzuknoten. Ich nehme mir das Ding, lege mir das Band dahinter und dann klemme ich mir das gleich fest. Das lege ich mir dann vorne rum, so, über Kreuz. Das wird festgeklammert. So, so sieht es dann aus, so sieht es von hinten aus. Und dann nehme ich mir ein Stück von diesem Band. Ich hätte gern ein weißes, dünnes gehabt, aber ich habe es irgendwie, habe ich keins mehr. Und ziehe das vor unten durch und oben durch. Und dann verknote ich das hinten. Na, und zwar ruhig schön fest. Ich mache da einen Doppelknoten. So, dann kann man das abmachen. Kann man es nach oben abziehen. Und hat eine total süße Schleife. Ich möchte die aber ein bisschen größer haben. Das ist aber überhaupt kein Problem. Da muss man nur ein bisschen zuppeln. Man kann die kleiner machen, man kann die größer machen. Man sollte natürlich an der richtigen Seite ziehen. Also ich möchte mir jetzt nicht hier meine andere Schlaufe. So. Die Seite. Und die Seite. So. Dann passt man sich das an, wie man das möchte. Und das hier ist gar kein Problem, das schneidet man sich ab und ich klebe mir das dann hinten fest mit Heißkleber. Dasselbe mache ich nochmal mit dem Pink. Ich kann auch so eine Schleife, so ist es nicht, aber dann habe ich immer eine Seite irgendwie so verdreht. Und so kriegt man es halt total gerade hin. Und ich liebe dieses Ding, weil es einfach so einfach ist und so ein tolles Ergebnis macht. So, jetzt gucken wir mal, ich möchte die gerne da drauf kleben. Ich lasse diese Größe. Schneidet man sich das Band jetzt auch nochmal die Länge, auf die man es gerne möchte. Wie gesagt, das schneide ich mir hier hinten ab. So sieht es dann aus. Der Rest kann weg. Also nicht weg, sondern wieder in die Kiste.
selber. Schwuppdiwupp. Und fertig. Da nehme ich mir ein bisschen Heißkleber. Wenn er denn möchte, so. Und kleb mir die Schleifchen hier oben drauf. Man kann ihn natürlich von da oben dekorieren, wie man möchte. Man kann es auch lassen. Lässt ihn einfach so. Das ist wie immer jedem selbst überlassen. Ich finde das aber ganz süß mit dem Schleifchen. Wenn ihr mir schon länger folgt, ihr wisst ja, Schleifchen sind voll meins. So. Okay. Jetzt habe ich mir die Zahlen schon mal geordnet. Das seht ihr da oben in der Ecke. In der Zeit, als ich auf den Heißkleber gewartet habe. Und die... Autsch, Heißkleber. Die werden dann... Und die werden dann jetzt auf die Kästchen verteilt. Das kann man gleichmäßig machen, wie man möchte. Oder man verteilt sie ganz willkürlich. Ich kippe den einmal ein bisschen. So könnt ihr das sehen. Ich zeige es euch jetzt mal bei einer Zahl und den Rest klebe ich dann alleine auf. Ich denke, das erklärt sich auch einfach von selber. Man nimmt sich also die ausgestanzte Zahl. Man kann sich natürlich auch Sticker draufkleben mit Adventskalenderzahlen oder für einen anderen Kalender habe ich es jetzt so gemacht, dass ich mir welche ausgedruckt habe und die dann ausgeschnitten habe. Das sollte nicht passieren. Und dann bringt man sich die hier vorne auf. Und so verteilt man die dann über den ganzen Kalender. Und dann kann man noch dekorieren, wenn man möchte. Ich selber finde, das braucht man hier gar nicht, weil das Papier schon ziemlich wild ist. Und ich möchte ihn nicht überladen. Am besten holt man sich die Klappe vorher raus. So. Der ist jetzt ein bisschen sperrig und viel höher kann ich die Kamera einfach nicht stellen. So. Jetzt klebe ich noch die Zahlen auf, dann zeige ich euch am Ende, wie er aussieht. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wünsche euch viel, viel Spaß beim Nachbasteln. Alles, alles Liebe. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.